Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19. Ja, ich heiße euch natürlich wieder recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal LS19 Ploffis. Ja, wir starten heute in die nächste Runde und zwar heute müssen wir gegen Regensburg spielen. Regensburg ist in der Tabelle vor uns. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen zu gewinnen. Wenn wir oben mitspielen wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Weil die stehen vor uns auf dem 7. Rang. Ja, nach dem Debakel von gegen Dynamo Dresden mit 5 zu 2 haben wir da ja verloren. Hier könnt ihr ja sehen, 5 zu 2 haben wir da verloren. Konnten wir danach gegen FC Heidenheim einen Sieg, ein knappes 1 zu 0 einfahren. Und heute wird es gegen Regensburg gehen. Da werden wir auf jeden Fall gewinnen müssen sogar. Wenn wir oben mitspielen wollen, müssen wir das gewinnen. Ansonsten, wenn wir auf jeden Fall das Saisonziel nicht erreichen, und das Saisonziel ist ja ganz klar, Aufstieg in der in die erste Liga. Und wenn ich das verfehle, dann werde ich wahrscheinlich vom Vorstand entlassen. Also da kann man von ausgehen. Ja, dann gucken wir mal rein in die Aufstellung. Da werden wir das erstmal so lassen. Wir werden dann nichts verändern. Wir werden wieder mit ein 5-4-1 rein starten. Anweisungen lassen wir auch erstmal so, wie sie sind. Ne? Die beiden Äußeren, die wollen ein bisschen mit nach vorne gehen, falls es die Möglichkeit ergeben sollte. Und die hier bei den Äußeren sollen die Defensive mit unterstützen. Und die beiden hier Offensivunterstützung. Soweit, so gut. Dann werden wir jetzt mal reinstarten in das nächste Spiel. Dann werden wir mal schauen, ob wir hier noch auf Legende sind. Jawohl, Legende haben wir. Alles klar. Alles Paletti und wir starten in das Spiel rein gegen Regensburg. So. Da werden wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Mit einer Niederlage, gut, wir sind ja noch am Anfang der Saison und ja, mal sehen. Auf jeden Fall müssen wir da gewinnen. Das nützt alle nichts. Auf geht's. Und heute begrüßen wir alle Fußballfans aus Hamburg zu dieser Partie aus dem Volksparkstadion. Jawohl. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Jahn Regensburg. Die Gastgeber sind aus meiner Sicht bisher die große Enttäuschung dieser Spielzeit. Die müssen jetzt dringend den Schalter umlegen, denn wenn es so weitergeht, dann können sie die Saison irgendwann abschreiben. Ja, das stimmt allerdings. Da können wir die erste Liga abschreiben, ja. Den Aufstieg in der ersten Liga. Mal gucken, wie die Regensburger Das sind spielen. natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Die werden wahrscheinlich sehr offensiv spielen, die Regensburger, gehe ich mal von aus. Aber gucken wir mal. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird es heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen 4-4-2 mit zwei Formationen. Stürmern. Ich gucke mir das jetzt mal an. Der Hamburger SV konnte das letzte Heimspiel ja gewinnen, als es gegen Heidenheim ging. Das gab ein solides 1 zu 0 und Ähnliches könnte ich mir für die heutige Partie auch vorstellen. Ein paar Worte zum heutigen Heimteam, Buschi. Sie wollen unbedingt den Titel. Bisher können Sie das auf dem Platz aber leider nicht zeigen. Sie müssen sich ordentlich reinhängen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Holtby. Aaron Hunt. Und jetzt gehen Sie über die Flügel. Aaron Hunt.
Jetzt schießt er. Ah. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Naja, gut. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Nicht richtig getroffen. Ist schon möglich. Kann mal passieren. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Auf außen ist Platz. Super dazwischen gegangen. Andreas Geipel. Abseits. Na, was abseits. Für ein Glück, der wäre durch gewesen. Jung. Sakai. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Oh, schön gespielt. Aaron Hunt. Oh, der war gut. Das ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Der war gut. Das verspricht eine gespielt. Sehr interessante Partie zu werden. Der war schön gespielt. Er geht hier vorne weg mit dem Treffer, kann man doch so sagen, oder Buschi? Vollkommen bei dir, Wolf. Aber das ist ja auch seine Aufgabe als keine Chance der Torwart. Er übernimmt Verantwortung. Leider, keine Chance. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Mark Leis. Das könnte die Chance werden. Da kommt die Hereingabe. Die Flanke hat er. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt die Flanke. Rüber auf die andere Seite. Und das ist der Ballverlust. Da haben sie Platz jetzt. Oh, schön gesehen. Sie kommen über den. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Erstmal rausgeforstet. Andreas Geipel. Holtby. Oh, schön gesehen wieder. Abgeblockt. Da können sie erstmal klären. Mark Leis. Da passt er auf. Ball geklärt. Andreas Geipel. Marco Grüttner. Sakai. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Holtby. Klar, gibt Einwurf. Christopher Niemann. Pass auf die Außenbahn. Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Luis Holtby. Das war wichtig. Schön geklärt. Mark Leis. Alter. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Aaron Hunt. Sie haben Platz. Lange Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Viele HSV-Fans freut es, dass das Stadion heute wieder Volksparkstadion heißt. Das ist natürlich ein Name, der Tradition hat. Ja, an dem Namen hängen ganz viele große Erinnerungen an die großen Spieler des HSV. Und jetzt der Schuss! Wow. Es gibt Abstoß. Holtby. Aaron Hunt. Papadopoulos. Sakai. Jung. Douglas Santos. Aaron Hunt. Ah, leck mich am Arsch.
Da steht er im Abseits. Schade, aber eindeutig. Douglas Santos. Sakai. Holtby. Mark Leis. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Sie bekommen den Einwurf. Holtby. Ah. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Abseitsfalle funktioniert momentan gut. Sakai. Guter Ball nach draußen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Das war aber knapp. Auf außen ist Platz. Da ist die Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Mark Leis. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Na, weg. Muss Abschluss geben, gibt auch Abschluss. Schwache Aktion. Holtby. Schön gespielt. Da ist Platz. Christopher Niemann. Ah, leck mich am Arsch. Hat er. Aber so natürlich nicht. Mark Leis. Entschlossen geklärt. Konter. Aaron Hunt. Schön. Kairo. Sehr schnell. Ah. Das war aber später, oder? Es gibt die gelbe Karte. In meinen Augen völlig zu Recht. Naja, keine Elfmeter. Das war noch außerhalb des Strafraums. Naja. Na, der war ganz knapp. Also hart an der Grenze. Aber Freistöße bin ich nicht so gut. Also das. Da bin ich nicht so gut in den Freistößen. Da muss ich noch ein bisschen üben. Aber das ist. Mal gucken. Ist da einer frei? So kommt der Ball dann nicht durch. Gut von den Spielern. Holtby! Mist! Der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Und damit ist der Ball weg. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Oh, der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Mark Leis. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt schießt er. Schön gehalten. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser Sensation. Nein, hat er schön. Da war er noch dran. Die Fans geben alles. Die wollen den Ausgang. Der war gut. Puh. Da kommt die Ecke. Weg. Das war knapp. Holtby. Christopher Niemann. Toller Pass. Gefährlich. Mein Gott, ey. Das wäre sonst hätte er mal selber so versuchen müssen soll oder gewesen. Sollen. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Das könnte gefährlich werden. Rückpass zum Torwart. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Aaron Hunt. Sakai.
Super Timing. Den Ball holt er sich. Klasse Zuspiel. Klasse. Er zieht ab. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Halbzeit 1-0. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Ah, ein bisschen zu wenig. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Wir hätten das ein oder andere Tor noch machen können. Oder sogar vielleicht auch noch machen müssen. Ja. Weiter. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Papadopoulos. Douglas Santos. Aaron Hunt. Da kommt der Pass. Boah, wieder schön gespielt, ey. Jetzt die Flanke. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Das gibt Einwurf. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Schöner Pass. Was? Das war doch kein Foul, das Mensch. Das ist ein Foul. Freistoß. Freistoß kommt in den 16er. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Sauber vom Ball getrennt hier. Sakai. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Douglas Santos. Aaron Hunt. Ah. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Warte ich da noch? Ah, oh, ne, schade. Es gibt Abstoß. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich sehr gefährlich, weil der Ball nach Aufsetzern vor allem unheimlich schnell wird. Weg, Torwart. Leck mich doch mal. Das ist der Ballverlust. Super durchgesetzt. Schön. Sakai. Das könnte eine Gelegenheit werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Volpi. Ah, schade. Der es war gibt gut. Den Eckball und eine gute Gelegenheit hier. Ah, er hat da noch gekriegt. Mist. Wir wechseln. So, Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jairo. Douglas Santos. Und da ist der Ball wieder weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da ist die Flanke. Schade, da war sicher mehr drin. Das könnte die Chance werden. Aaron Hunt. Und die Situation geklärt. Das war einfach. Und er hat den Ball. Sakai. Da ist jetzt Platz. Flanke jetzt. Wow. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das war nur wechseln. Da kommt der Moritz. Der war letztes Mal richtig gut. Kommt mal für Holpi. Und der Ito kommt mal für Jairo. Der war richtig gut.
Den letzten Spiel hat mir nicht sehr Ja, da gut ist der Ball gefallen. versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Wenn Sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Chance vertan, die Kugel ist weg. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Aaron Hunt. Ah, gibt's doch nicht. Da kann er Leck gut mich doch an aufpassen. Die Eier, Alter. Da passt er auf, Ball geklärt. Christopher Niemann. Oh, schön gespielt. Guter Steilpass. Jetzt kommt der Schuss. Ja, oh ja, 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 ja. Da ist er drin, ein tolles Tor. Ja, ja, ja. Gleich sein Tor. Ich Tor, genau. Mit diesem Wechsel. Leck mich am Arsch. Den Treffer schauen wir uns gerne Der war gut. An. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst. Oh, Junge, Junge. Aber das, was soll er machen, ja. Wenn die Verteidiger pennen. Also der war mal richtig Schwein. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Andreas Geipel. Ja, bloß nichts rein, kein. Ah, schön. Den Ball kann er klären. Schön aufgepasst. Dominik Volkmar. Korea. Ball kommt rein. Was? Hier gibt Freistoß, klar. War nix. So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben nochmal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft nochmal pusht und sie nach vorne spielen werden. So, ja, die werden jetzt alles daran setzen. Und die werden was jetzt. Kann daraus entstehen? Die werden jetzt hinten aufmachen. Das gibt die Abstoß. Gucken, ob wir nochmal wechseln. Wen könnten wir nochmal eine Chance geben? Hier, den hier. Wang He Shang. Den könnten wir mal eine Chance geben. Ja, der hat noch gar nicht gespielt. Dann kommt der mal rein. Aber Niemann war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Also das steht schon mal fest. Der unterstützt uns schon richtig gut. Der Nymann. Papadopoulos. Jung. Aaron Hunt. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der Abwehr. Und jetzt die Chance. Schön. Der HSV trifft. 3:0. Ja, jetzt haben wir aber den Sack zugemacht. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. 3:0. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt haben wir mal den Sack zugemacht. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Weg ist der Ball. Dominik Volkmar. Kurze Hereingabe. Torwart. Problemlos hat er hier den Ball. Der war auch knapp.
Jetzt können sie vielleicht kontern. Aaron Hunt macht ihn. Oh, abgefälscht. Da hat der Torwart aber keine Chance gehabt. Da hat Torwart keine Chance gehabt. Der war abgefälscht. Ah, da konnte er nichts machen. Sie sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Oder nicht? War echt der Moritz noch dran? So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kamera-Perspektive. Müssen wir uns noch mal angucken. Das war doch nicht mehr dran, oder? Wenn, dann wird das ein richtig Weltklasse-Tor, auf jeden Fall. Also gute Reaktion, auf jeden Fall. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Gut den Ball verteidigt. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Andreas Geipel. Schießt er ihn rein. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Super Aktion, gut geklärt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Guter Pass, gute Chance. Was? Und doch kein Abseits, Mensch. Wang Hee-chan. Oh, schön gespielt. Douglas Santos. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Völlig frei. Und jetzt ein Schuss. Oh. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Da kommt die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er nimmt ihm den Ball ab. Oh, das hat aber uns ausgetrickst. Mein Gott, was ist das denn da, Mensch? Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Torwart. Den hält er jetzt fest. Andreas Geipel. Und die Chance, ja, aber nein, er geht abseits. Douglas Santos. Aaron Hunt. Jawohl. Oh, da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Schönes Spiel. 4-0. Deutlicher Sieg. Partie heute, oder Buschi? Ja, viele haben ganz bestimmt gedacht, irgendwann schalten die doch mal einen Gang zurück. Aber nix. Immer weiter ab nach vorne. Klasse. Sehr schön. Das super Spiel. Eine überragende, ja, der Aaron Hunt hat wohl auch eine gute Partie gemacht. Er hat gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt, also er kann rundum zufrieden sein. Sehr schön. Supi, ja, 4-0. Damit können wir sehr, sehr, sehr gut leben, auf jeden Fall. Da dürfen wir auf jeden Fall in der Tabelle mal ein bisschen hochrutschen. Lassen den Ball laufen. Gut, gut. Das war ja ein richtig verrücktes Tor von Ito. Also das war ja Wahnsinn. Also da hat er mehr Glück als Verstand gehabt, glaube ich. Ehrlich. Na gut. Ne, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall nach... Lasogga. Okay, ich mache mir Gedanken. Ah ja, wegen deiner Spielzeit. Hm, alles klar. Ja, er bekommt noch die Spielzeit. Keine Angst. Oh, gut. Wir spielen oben mit. Jawohl, so soll das sein. Zweiter Platz. Ja, so soll das sein. 13 Punkte. 13 zu 9 Gegentore. Ja, wir machen erstmal die Gegentore nicht so viel Sorgen. Also beziehungsweise das ist ja mir relativ egal. Mir ist es halt wichtig, dass wir oben mitspielen. Ne? Das ist mir halt am wichtigsten. Ne? Jetzt müssen wir gegen... Unser nächstes Spiel ist gegen... wer ist denn das hier? Fürth. Aber ja, das sollte aber auf jeden Fall auch gut zu lösen sein. Ne? Fürth ist ja am 14. Platz unten
Magdeburg ist letzter, Schlusslicht. Sandhausen, Duisburg, Paderborn, St. Pauli, Kiel. Ja. Dresden ist auch richtig abgestiegen, auch auf den 10. Ja. Gut, ne, haben wir das erstmal. Ja, wie gesagt, super Spiel heute. 4:0, können wir richtig zufrieden sein auf jeden Fall. Und ja, wir werden uns das nächste Mal wiedersehen, wenn wir gegen Fürth spielen. Bis dahin, habt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Däumchen da. Auch gerne ein Abo. Würde mich natürlich freuen. Und ja, wir werden uns das nächste Mal dann wiedersehen, wenn wir gegen Fürth spielen. Euch noch alles Gute. Habt euch wohl. Wünsche ich an den einen oder anderen gute Nacht oder guten Tag. Oder ja, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und die entsprechenden Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, wisst ihr ja Bescheid. Bis dann und macht's gut. Ciao, ciao.